Hallo und herzlich willkommen zurück bei Vikings Wolves of Midgard. So, jetzt muss ich erstmal. Hier erstmal hier irgendwie. Der Sieg wird meiner sein! Schwächlich. Ihr seid wahrlich erbärmliche Gegner. So, waren der jetzt hier? Sind das in einzelner Raum oder ist das hier dort? So, wir brauchen hier drüben ein X. Ein X. Oder warte mal, hier müsste ja von hier sein, wa? Hier ist ein X, so, dann brauche ich ein F-A-T-F. Ist das ein A? Habe ich mich verguckt? Nee, das ist doch... Doch hier. Gibt es kein A? Müsste das sein? Das sieht doch hier ganz anders aus. Ach, das leuchtet da nicht. Na, doch. Warte mal. X. Und die Rune von Tyr. Die Taivas. Taivas? Taivas-Rune? Ich glaube ja, so hieß die. So, ich will aber jetzt hier. Ja, die Frage ist, welchen Weg nimmt man jetzt? Ich gehe jetzt hier erstmal ran. Muss ich erstmal gucken. Finde ich jetzt hier raus, wie das Losungswort heißt. Wir haben hier eine Rune, aber... Drei Runen, warte mal. Ja, aber es ist nicht eingraviert. Das ist jetzt aber merkwürdig. Genau. Wie kriege ich jetzt raus, wie ich die Tür hier öffne? Eiserner Schädel.
Da hättet ihr auf jeden Fall einen Raum. Betritt das Dorf. Ne, will ich aber ja nicht. Wie komme ich denn jetzt da rein? Wo ist denn hier die... wo stehen denn die Runen hierfür? Das lässt mir ja keine Ruhe hier, wa? Habe ich irgendwas aufgesammelt? Das ist jetzt aber doof. Wo finde ich das jetzt aus? So gut auf den Dingern hier drauf, die ich sehen kann. Vielleicht bin ich dazu zu doof. Oder, aber das kommt noch. Was ich aber eher nicht glaube. Die Flöhe springen dir vom Fell, Wolfo. Sehr gut. Alter. Alter, wo schießt die denn hin? Die ganze Zeit probiere ich das, wisst ihr? Ich komme hier nicht weg. Ich komme nicht weg. Ich bin tot. Ich bin so weit von tot. Mensch, mach doch mal den neuen Bogenschützen da, du. Getränkt. Nur, wie viel davon ist meines? Hey. Zwei ist jetzt aber schon ein bisschen arg viel, Leute. Meine Güte, man kann da aber rübertreiben. Welpe Ulfungs. Alter, trifft immer. Sehr Dank. Gut, die hätten wir schon mal. Scheiße. Junge, nee. So, ich werde jetzt mal das Ding auffüllen hier. Da drin war ja so ein... Das war knappig. Das war so richtig knapp. Und es sind immer noch 12 von diesen Weibern da. Alter Falter. Man kann aber auch übertreiben, Freunde. Aber richtig übertreiben.
Ja, Blut, maximale Gesundheit. Nee, warte mal, Schaden. Doch, ich mach mal das hier. Neue Stufe erreicht. Stufe 4. Was ist das hier? Passive Gabe, Tür verleiht einen kritischen Treffer mehr Wucht. Deine Attacken nehmen an Durchschlagskraft zu. Jo. Blut für den Gott der Gerechtigkeit. Warum komme ich denn da nicht hin, wo ich hin will? So, mache einen Satz in die feindlichen Reihen, füge ihnen Schaden, verlangsame Betäubung hinzu. Jo! Blut für Tür! Kann ich jetzt hier nochmal? Mensch, bleib doch mal da rum. Tür belebt jene, die ohne Rast kämpfen und gewährt ihnen Belohnung bereitwillig. Was ist das hier? Tür segnet jene, die einen einhändigen Kampfstil bevorzugen und erhöht deren Kampfkraft. Möge Tür mich für das für ihn vergossene Blut ehren. Wie viel kann ich denn jetzt hier noch? Was ist das hier? Erhöht deine Effektivität bei Blut, mit Schilden? Ja, hab ich. Möge Tür mich für das für ihn vergossene Blut ehren. Ich möchte gerne den da oben. Ich kann doch wohl nicht wahr sein. Verleiht eine magische Aura, die Feinden Schaden zufügt, die sie zurück... Ja, okay. Stufe 8, okay. Stufe 7. Hier ist nochmal Stufe 6. Belebt jene, die ohne Rast kämpfen. Was heißt denn ohne Rast kämpfen? Die Kombo-Blutgrenze reduziert sich um... Blut für den Gott der Gerechtigkeit. Ach, jetzt haben wir noch Ehen. Und ist das hier oben? Erhöht deinen Fokus und das innere Gleichgewicht. Reduziert die Abklingzeit aller aktiven Gaben. Jo, komm, nimm mit. Blut für Tür. So, mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwie mehr Schaden austeilen, ne? Wollknäuel! Ach Mensch, die hat sich nicht umgedreht, obwohl ich ihr drauf gedrückt habe. Ach verdammt. So wird das aber nichts. Mann, diese Pisten. Die gibt es doch ja nicht, die trifft immer. Die trifft immer. Alter, fick dich doch, du. Die gibt es doch ja nicht, oder? Deine Klauen sind nicht gewetzt. Boah. Alter, nee, ich hab die falsche Taste gedrückt. Jetzt habe ich komplett alles so viel gebraucht, oder? Ah. Ich bin manchmal bedingt richtig doof. Aber das heißt manchmal. Eigentlich immer. Oh, ich habe jetzt noch einen anderen Skill. Oh. Ja, okay. Okay. Warum habe ich den noch nicht gesehen? Okay. Loses Hundevieh. Wieder getroffen. Sag mal, du willst mich wohl verarschen?
Ach, verdammt. Hier, die trifft immer. Ah, das ist noch nie bereit, oder was? Ja, du musst jetzt auch noch kommen. Mann, ich war doch weit genug weg. Oh, die Schlampe schon wieder. Mann, hau doch mal ab. Das ist noch nicht bereit, warum nicht? Ja, die trifft da durch, ich nicht. Oh, der war knapp. Der war knapp, Alter. Ich mach mir hier bald das Hemd. Kann aber nicht wahr sein. Welch eine Zeitverschwendung. Hier bedürfte es schon starker Magie, um das Tor zu Fall zu bringen. Da ist schon wieder so eine. Mann, ich hab mir gerade von der anderen erholt. Oh, wieder. Macht mir aber fertig. Ich brauche bloß ein bisschen rumrennen hier. Ich regeneriere von selber. Aber ich muss auch mal ausweichen. Alter, der gibt es doch ja nicht. Mensch, weich doch mal aus. Der gibt es doch ja nicht, oder? Bin zu blöd dazu. So. Regeneration ist aber nicht immer. Alter, ich stehe hier fest, ich komme hier nicht weg. Sanfte Tatznas, Wulfum. Alter, komm nicht. Ich komm da nicht weg. Sag mal.
Muss mal gucken, ob hier gleich irgendwo. Warte mal, hier war doch irgendwo. Ja, mal zurückrennen hier, einen Heilschrein holen hier. Mensch, da zieht sich aber hier auch wieder. Junge, 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 Junge. Darf's ja keiner erzählen. Schweige denn noch irgendwen davon zeigen, der hier für eine Scheiße fabriziert. Naja, noch bin ich nie gestorben. Das ist schon mal viel wert. Das ist unglaublich. Gut, Heilungsdinger kriege ich keine, das ist scheiße. Die füllen sich nicht immer überall auf. Ja, das ist Mist. Na, nicht hängen bleiben. Wie haben wir denn da jetzt von... Oh, zwei brauche ich noch. Da mal hin. Ist dir nicht kalt, Hündchen? Oh. Sollte ich nicht weiter kümmern, Junge. So. Das ist aber keine Schädeltruhe. Das ist scheiße. Darum ich werde euch noch den rechten Weg lehren. Oh, ich bin jetzt wieder lang. Oh. Stinkender Welpe. Ja, jetzt kommen sie alle wieder. Ist der denn bald mal tot da? Sehr gut. Ja, das hat schon ein bisschen besser geklappt. Hier oben waren wir schon, ne? Ja. Aber hier liegt immer noch ein bisschen Gold. Fletsch die Zähne, räudiger Köter! Oh, mir juckt der Kopf und ich kann den Stick gerade nicht bewegen. Der Tod erwartet dich! Alter, wie viel sind denn da von der? Aber wir haben sehr bald. Nur noch 7. Oh, ja, klar. Macht doch alle mit. Lustiges Ringelfiez mit anfassen hier. Hier so eine Klehen sind gut. So unfair, ja. Jetzt ist wieder dran. Nein! Junge! Mann, ey! Überall bleibst du hier hängen! Und überall wirst du hier getroffen, ey! Du kannst hier noch so weit wegrollen!
Die hat mir auf den Zeiger, die Alte. Der tippt doch ja nicht. Verfluchte Pistole. Oh, ey. Junge, 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 nee. Das sind immer noch 6. Warte mal, Heilung. Jetzt muss ich wieder zurück. Kicken, ob die Heilung jetzt wieder da ist. Mal wenigstens heilen. Das ist schon ganz schön. Alter, leck mich am Arsch. Bei Diablo habe ich noch gesagt, oh, schwer, das ist ja Pillepalle. Das war auch Pillepalle. Ich mag Spiele, wo Begleiter mit bei sind, wo ich nicht immer alleine kämpfen muss. Und wenn du alleine kämpfst, ist immer scheiße. Ich sag, wie das. Freunde, wir brauchen Begleiter, richtige Begleiter. Begleiter, die ihnen helfen. Sehr gut. Stellt volle Gesundheit wieder her, ja. Das habe ich auch nötig. Nee, ich brauche Begleiter, weiß ich nicht. Und bei Diablo hatten wir ja hier Ol Edgar gehabt und die Bluthunde, nee, die Zombiehunde. Da ging ja richtig ab. Warum kann die hier keinen beschwören? Ich meine, wenn ich von so einem Lobob, ja, wie ich das bin, gesteuert werde, dann brauche ich doch wenigstens einen Begleiter, der mir hilft. Aber nee, wir kommen hier ein Stück weiter hier. So. Jetzt kommt die nächste Schildmaid. Da wartet schon die Schlampe. Deine Klauen sind nicht gewetzt. Ja, hau ab, schnell. Alter, da hinten rennen die restlichen Weiber rum. Na, ist egal. Einen nach dem anderen und dann wieder heilen ihn. Doch schon mal da ran springen. Das bringt alles nicht sonst. Ich werd bekloppt hier, du. Gut. Los, erstmal hier wieder ein Ding. Könnt ihr den noch mal auf den Dez feilen, da auf dem Kopf? Da oben ist, sieht aus nach Boss. Da werden wir mit Sicherheit jetzt noch nicht hingehen. Obwohl. Nee. Wir haben immer noch 2 Flaggen. Wir werden hier dann noch die letzte Dings da abheben. Ich werde jetzt erstmal trotzdem zurück. Und mir nochmal schnell mal die Heilung einverleiben. Dann werden wir mal gucken. Mal eins nach dem anderen. Wie gesagt, 5 Meiden haben wir noch. 2 Flaggen. 2 Flaggen. Hey, fucker. Und einen eisernen Schädel brauchen wir auch noch. Und wie die Runenreihenfolge da ist, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. So, Freunde. Dann mal los. Auf geht's. Sie rennt nicht gerade erotisch, muss man schon mal sagen. Ich stell mir das jetzt vor, wie das ist jetzt deine Freundin und kommt auf dich zugerannt. Hallo! Buddha!
mein Freund. So. Stirb, Köter. Das ist gut. Wir haben nur die Enepult. Die reicht ja auch. Sehr gut. Dann werden wir mal die nächste ranschleppen hier. Deine Klauen sind nicht gewetzt. Mich erwischt, ich weiß es ja nicht. Schärpe des Bären, neuer Gegenstand. Aber wir haben schon. Aber guck mal, der ist besser. Schaden? Ja, gut, nehmen wir den. So, sehr gut. Die Flöhe springen dir vom Fell, Ulfung. Alter, Mädels. Komm mal ran hier. Wie sie denn einfach mal losrennen? Die ganze Zeit warte sie. Oh, wir sind gleich tot. Ich bin gerade unkonzentriert. Gesagt, verdirbst du mir die Laune. Hm. Toll, sind wir doch neu gestorben. Freunde, ich mache an der Stelle erstmal Schluss und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier wieder. Oh, guck mal da, wir haben wieder drei Lebenselixiere. Yay! Wir sind wieder da. Scheiße. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin haltet die Ohren steif und tschüss.